Und da wären wir dann auch mal wieder beim nächsten Tweet vom guten Wolfram von Funk. Und hier haben wir dann mal wieder vor 32 Sekunden. Marc hat es mir gesagt, da war es vor einer Sekunde. Hat er gut gemacht. Marc, du bist für zu was zu gebrauchen. Nicht zu viel. Weiß Gott, du bist nicht für viel zu gebrauchen. Aber dafür bist du annehmbar. Here are some examples how Guardians can use Heroic Shout to taunt enemies and heal friends with. Okay, wir sehen jetzt den Heroic Shout vom Guardian, also unserem Tanker. Der Guardian ist ja der Tanker. Der andere ist der Berserker mit dieser Kralle. Et voilà. Vor einer Minute direkt Leute die Comments schreiben. So, gucken wir uns jetzt mal das Video an. Augenblick, das ist wahrscheinlich wieder mal 40-fach zu laut. Ich muss ihn enttäuschen. Wer auch immer mir jetzt gerade schreibt, Wally hat getwittert. Du warst zu spät. Nee, das war einfach nur eine Counter-Strike-Einladung. Ist gut. So. Was haben wir denn hier? Gott. Müssen wir mal von vorne angucken. Also, wir kämpfen hier gegen einen Boss. Wir haben eine Schnecke als Haustier. Geil. Hä? Hä? Warte mal, ich komme gerade nicht genau auf den Skill klar. Das hat gar nicht genau, wo ich hingucken soll im Prinzip. Warte. Also. Ich habe ihn jetzt gemacht. Ah. Allen Guten gebe ich gerade HP damit. Das sehe ich, okay. Aber der konnte doch locker noch was, der Heroic Shout, oder? Ich gebe HP. Und? Was macht der denn nochmal? Ich weiß gerade nicht, was der Heroic Shout noch machte, normalerweise. Warte mal, hat der nicht dazu noch was geschrieben? To taunt enemies. Ach, taunt. Das ist doch, wenn man die so lächerlich macht. Was bringt das nochmal? Sind die ja nicht mal kurz gestunt oder so? Ja, genau, die sind alle gestunt dann. Ja, die sind alle kurzfristig gestunt. Oder? Ja, also die müssen eigentlich kurzfristig gestunt sein. Au, das Down hat doch eigentlich Sport. Ja. Aber was bringt es dir? Oder, ach nee, die sind nicht gestunt. Dieses Verspotten, das gibt's auch in anderen Games. Das ist doch dann, wenn die, auf dich deswegen, wenn du die Aggro deswegen auf dich ziehst, oder? Ist das nicht das? Ja, sieht man. Ja. Du ziehst die Aggro auf dich, genau. Das macht Sinn, das ist ein richtig cooles Feature. Das ist ein richtig cooles Feature. Ein richtig cooles Feature ist das, ui. Ja, wow. Ja, ich muss erstmal gerade taunt. Da habe ich jetzt tatsächlich wieder mal an Nostale gedacht, weil da gab es bei den Krieger auch so ein Skill, womit du die Leute nicht rangezogen hast. Ja, das ist cool. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und du hielst deine Kollegen noch ein bisschen, wenn auch nicht besonders viel, oder? Sehe ich das richtig? Ja, keine Ahnung, wie hoch er es geskillt hat. Ja, es kommt halt darauf an, ob es durch Skills steigt, ne? Na gut. Weiß ich gerade nicht. Hey, aber ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Ich freue mich. Warte mal, er hatte mal einen Block. Ich guck mal kurz, ob er den Block gefixt hat. Er meinte mal, er hätte den Block gefixt, als sie das geschrieben haben. Ja, er hat's gefixt. Warte. So am Ende, ne? Hin oder wo? Ja, am Ende, da hat er geblockt, dann wurden alle Angriffe geblockt. Zur Erklärung, wir hatten Wolle ja mal was geschrieben gehabt. Und hat uns ja geantwortet und gesagt, ja, habe ich jetzt gefixt das mit den Blocken etc. Und hat er auch mal getweetet. Und er meinte auch, dass man während er sich so dreht, dass er dann keinen Angriff bekommen kann. Also das haben wir dem halt auch noch gesagt gehabt, so in etwa. Und da hat er dann drauf geantwortet gehabt und jetzt sehen wir das gerade in Action, dass das tatsächlich so funktioniert, wie er gesagt hat. Wobei, der wird angegriffen, oder? Wurde jetzt nicht gerade angegriffen? Er verliert HP, ja. Während aber er diese, nicht so heftig. Während er diese Drehattacke macht, verliert auf jeden Fall was. Ja. Aber nicht so heftig, wahrscheinlich. Ich meine, das war wie ein Block, hatte er gesagt. Aber ist okay, er probiert wahrscheinlich noch rum. Jedenfalls funktioniert der Block jetzt wenigstens einigermaßen. Das ist extrem von Vorteil, weil Blocken ist einfach mega wichtig für den Krieger oder für den Guardian vor allem auch. Und das hat nie funktioniert. Also da hast du meistens ein oder zwei Angriffe abbekommen und dann war Ende. Dann hast du nichts mehr geblockt, weil das hat dann rumgebackt. Und jetzt blockst du quasi alles. Das heißt, du wirst fürs gute Timing gelobt, belohnt und das finde ich sehr gut. Ja, also jetzt ist meine Theorie nochmal. Das letzte Mal hat er die Skills wirklich alle stündlich gebracht, deswegen glaube ich, dass auch in diesem Fall jetzt wieder alle Skills stündlich gebracht werden, könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Und dementsprechend würde ich sagen, warten wir mal und schauen mal, ob das tatsächlich der Fall ist. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass das geht.
Also das ist eine coole Sache mit dem Stun, mit dem, nicht mit dem Stun, mit dem Gegner anziehen und ein bisschen die Leute heilen. Ich hoffe, dass sich das auch irgendwie lohnt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Tschüss.